Pandemie abgehakt, Gaskrise abgehakt, Bankenkrise abgehakt und die Zinsen fallen auch wieder. Jetzt können die Börsen doch endlich wieder durchstarten. Aber es gibt nach wie vor Risiken und es gibt vor allem ein Risiko, das die nächsten Monate akut werden könnte. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Was ist für Anleger zurzeit das größte Risiko? Die meisten sagen jetzt wahrscheinlich sofort, der da, Robert Habeck. Und naja, klar, er ist natürlich schon sehr umstritten im Moment, aber ob das gleich für eine große Krise reicht, das ist eine andere Frage. Vielleicht ist er ja auch eher der Ausdruck einer Krise. Und ich habe sowieso einen ganz anderen Favoriten für so einen Krisenauslöser. Mein Lieblings-Crash-Szenario, das ist ja eigentlich immer noch die amerikanische Schuldenobergrenze, ein Zahlungsausfall der USA. Das wäre sowohl sehr dramatisch als auch gleichzeitig völlig schwachsinnig natürlich und auch überraschend, weil man hört von dem Thema ja eigentlich gar nichts mehr. Aber das auch nur darum, weil da auch nichts mehr passiert. Seit Januar laufen die USA im Notbetrieb, jetzt ist April und in ein paar Wochen ist tatsächlich Ende. Aber trotzdem war das letzte Gespräch über das Thema von Joe Biden und von Kevin McCarthy, dem Sprecher vom Repräsentantenhaus, das war am 1. Februar. Und seitdem, wie gesagt, ist nichts mehr passiert. Aber auch darüber reden wir heute nicht, sondern wir gehen einfach davon aus, dass das Wider-Erwarten doch irgendwie gelöst wird, weil sonst würde das wirklich in die Geschichte eingehen als die sinnloseste Finanzkrise aller Zeiten. Wir reden heute über ein Problem, das akut werden könnte, das vielleicht ernster ist, als viele denken und das dadurch auch die Börsen nochmal unter Druck bringen kann. Das glaube ich zumindest. Ein Abschwung im Immobiliensektor. Und zwar jetzt nicht nur bei uns oder nicht nur in den USA, sondern in vielen Ländern im Moment. An sich kann man sich ja nicht beschweren über die Börsen. Wir haben jetzt wirklich eine hammerharte Krise nach der nächsten gehabt. Aber wenn man sich mal einen breiten Index anschaut, so wie zum Beispiel den S&P 500 Index, die letzten 5 Jahre, der Chart ist von TradingView, da muss man sich ja eigentlich fragen, was soll da überhaupt groß gewesen sein die letzten Jahre? Der Markt war ja trotzdem immer relativ stark und auch jetzt ja wieder. Vor ein paar Wochen noch die große Bankenkrise, aber auch schon wieder vergessen. War irgendwas? Okay, die Credit Suisse, die hat's erwischt, aber auch das Schnee von gestern. Der Markt will wieder nach oben. Denken Sie an den DAX am Dienstag wieder ein neues Jahreshoch und das im Land von Robert Habeck. Dabei ist es ja eigentlich so, also auch wenn man sagt, diese Bankenkrise, die ist jetzt irrelevant, weil ja die Staaten und die Notenbanken ja so schnell und so massiv und so entschlossen gleich reagiert haben. Aber auch dann sind wir ja wieder nur beim Status quo ante, also dem Zustand vor der Bankenkrise. Und der war ja, wir erinnern uns, jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig erfreulich. Und das Einzige, was sich vielleicht positiv verändert hat, das ist, dass Leitzinserhöhungen in den USA dadurch jetzt ein bisschen unwahrscheinlicher geworden sind. Entschuldigung. Das preist der Goldmarkt zum Beispiel ganz klar ein und auch der Bondmarkt. Hier der Zins auf 10-jährige US-Staatsanleihen, die letzten 6 Monate. Das Hoch war sowieso im Oktober schon erreicht da und jetzt ging es aber nochmal deutlich runter, sodass wir jetzt da nur noch bei 3,3% sind auf einem 6-Monats-Tief. Und fallende Zinsen sind gut für die Börse und das gleichzeitig ja auch noch mit einer relativ stabilen Wirtschaft. Also Herz, was willst du mehr? Was kann jetzt noch schiefgehen? Es kann sehr wohl noch was schiefgehen. Ich habe ein Video gemacht zu einer möglichen Immobilienkrise. Das war Anfang Juli, ist also schon eine Weile her.
Und die Argumentation da, die haben Sie woanders jetzt auch schon oft gehört, die Hypothekenzinsen sind eben extrem schnell von einem extrem niedrigen Niveau aus gestiegen. Hier zum Beispiel Zinsen in den USA, eine Hypothek festgeschrieben auf 30 Jahre. Das hat sich von seinem Tief 2021 fast verdreifacht. Und das heißt natürlich, auch von denen, die sich vor anderthalb Jahren vielleicht noch ein Haus oder eine Wohnung hätten leisten können, auch von denen können das jetzt viele nicht mehr. Und gewerbliche Käufer, die mit Fremdkapital arbeiten, die könnten sich's vielleicht noch leisten, aber es rechnet sich für die auch nicht mehr. Trotzdem, bis jetzt, zum Beispiel in den USA, ist noch nicht viel passiert bei den Hauspreisen. Hier zum Beispiel der Case-Shiller Home Price Index, die letzten 10 Jahre. Das sind Hauspreise in 20 Großstädten. Die Grafik ist von Trading Economics. Der ist leicht eingeknickt jetzt vielleicht, kann man sagen. Das ist aber im Grunde nur minimal und sogar der Anstieg, den wir ja seit der Pandemie gehabt haben, der ist auch nur zu einem Bruchteil bis jetzt wieder abgebaut. Wir haben also zwar schon einen starken Rückgang bei den Hypothekenanträgen, wir haben auch einen starken Rückgang bei den Verkäufen, aber wir haben noch keinen starken Preisrückgang. Woran liegt's? Wohl daran, dass auch die Verkäufer sich zurückhalten gerade im Moment, weil viele von denen wahrscheinlich sagen, das ist jetzt nur eine Flaute, das sitze ich erstmal aus. Und das sind ja, und auch bei uns im Übrigen, also auch bei uns sind ja zuletzt die Preise für Neubauwohnungen sogar leicht gestiegen wieder. Mehr dazu gibt es in einem Video von meinem Kollegen Sebastian Hell. Der Sebastian ist ein richtiger Immobilienprofi. Da gibt es auch Videos zu Themen wie Immobilienrecht und staatliche Eingriffe und Robert Habeck. Also ein wichtiger Kanal für alle Immobilienbesitzer und die, die es noch werden wollen. Gut. Man könnte jetzt also sagen, so schlimm ist das alles doch anscheinend gar nicht. Es ist ja bis jetzt wirklich nur eine kleine Preisdelle. Ich würde aber wie folgt argumentieren. Erstens, die hohen Zinsen, die wirken sich natürlich nicht sofort aus, sondern mit einer gewissen Verzögerung. So wie in allen anderen Sektoren übrigens auch. Es läuft ja auch nicht bei allen genau jetzt die Zinsbindung aus. Aber in Kanada zum Beispiel, da haben letztes Jahr schon 20% von den Hausbesitzern gesagt bei einer Umfrage, wenn die Zinsen so hoch bleiben, dann können wir unsere Immobilien nicht mehr tragen. Und in den USA, da haben sich letztes Jahr die Zwangsversteigerungen schon wieder verdoppelt. Sie sind damit immer noch auf einem niedrigen Niveau, aber das kommt jetzt so langsam wieder. Zweitens, es gibt Länder, wo sich das Ganze schon zuspitzt, wo man also sehr wohl auch von der Immobilienkrise schon reden kann. Kanada zum Beispiel, Großbritannien auch oder auch Australien, wo man sich deswegen auch langsam schon um die Banken jetzt Sorgen macht. Und drittens, schauen wir doch mal auf die Aktien von den deutschen Immobilienkonzernen im Moment. Vonovia zum Beispiel, der 5-Jahres-Chart hier. Gibt's was Besseres für den Anleger als Wohnimmobilien? Die Aktie ist von ihrem Hoch um 71% jetzt eingebrochen und sie ist die letzten Wochen nochmal gefallen wie ein Stein. TAG Immobilien eingebrochen um fast 80% in 1,5 Jahren. Around Town seit Anfang der Pandemie um fast 90% gefallen, in einer Zeit, in der die Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Oder die Tochter von denen, Grand City Properties, fast nur Wohnimmobilien, in 2 Jahren minus 75%. Und ich habe mich ja viel mit der Immobilienkrise in China beschäftigt. Ich sehe da jetzt von der Kursentwicklung her langsam nicht mehr den großen Unterschied. Der schlechteste Sektor in Deutschland die letzten Jahre und das mit soliden Immobilien. So haben wir eigentlich nicht gewettet und das haben sich die Anleger natürlich auch anders vorgestellt. Man kann es aber nicht anders sagen. Da ist jetzt Panik. Und jetzt könnte man natürlich vermuten, ja gut, das sind alles Konzerne, die haben es vielleicht übertrieben auch, so mit den Schulden und so mit Fremdkapital. Aber das ist natürlich schon das Übliche in dem Sektor, sowohl bei den privaten Immobilienbesitzern als auch bei den gewerblichen und institutionellen. Weil sonst hätten ja Immobilien von dem billigen Geld auch nicht jahrelang so profitiert.
Und passend dazu im Übrigen die IFO-Geschäftserwartungen im Wohnungsbau in Deutschland. Die sind so schlecht wie seit über 3 Jahrzehnten nicht mehr. Die Grafik ist aus einem Artikel von Focus Online. Ich stelle Ihnen dazu auch den Link hier noch rein unter das Video. Und was außerdem in den USA gerade hochkommt, das ist der Sektor Gewerbeimmobilien, Commercial Real Estate. Ich habe schon mal gezeigt in einem Video zur Bankenkrise neulich. Seit ein paar Wochen poppt das gerade auf. Krise, Stress, Finanzierungsengpässe, Warnungen von Analysten. Der gewerbliche Sektor ist da 20 Billionen Dollar schwer und dass er jetzt kippt, das ist fast schon eine ausgemachte Sache. Und das wird die Banken da wieder belasten und es wird sehr wahrscheinlich auch auf den übrigen Immobilienmarkt übergreifen, zumindest in einem gewissen Maß. Ist der Sektor groß genug, dass er nochmal sowas auslöst wie eine Finanzkrise oder so? Sehr wahrscheinlich nicht. Und sowas wie diese Subprime-Exzesse und sowas, was wir damals gehabt haben, das gibt es heute wohl auch nicht mehr in dem Maße. Und es gibt ja auch gute Argumente für Immobilien, die sind auch bekannt, also Wohnungsnot ja oder immer noch große Geldvermögen. Und wohnen muss jeder. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die von sich sagen, mein Ziel ist im Leben, dass ich mal 10.000 Aktien von der Deutschen Post habe. Aber viele sagen natürlich, mein Ziel ist es, dass ich meine eigene Immobilie habe, obwohl die Postaktie vielleicht besser wäre, man weiß es nicht, man wird sehen. Aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, dass der Immobilienmarkt einknickt dieses Jahr, die ist meiner Meinung nach eben doch relativ hoch und es wird sich dann auswirken auf die Banken, es wird sich auswirken auch auf die Wirtschaft und es wird sich auch auswirken auf den Aktienmarkt. In Deutschland hängen 20% der Gesamtwertschöpfung direkt oder indirekt am Immobiliensektor. Das war auch mit ein Grund, warum es uns die letzten Jahre noch so gut gegangen ist, obwohl viele Strukturprobleme hier ja immer größer geworden sind. Ich gehe jetzt nicht von einem Crash aus, also weder beim Aktienmarkt noch beim Immobilienmarkt. Aber die Bewertungen, die wir im Moment haben in beiden Bereichen, es sind Schönwetter-Szenarien und sie sind so nicht haltbar meiner Meinung nach. Stark steigende Zinsen setzen Märkte unter Stress, das ist nun mal so. Hier haben wir den US-Leitzins die letzten 25 Jahre, starke Zinserhöhungen um 2000, das Zinsplateau von 2007, ein zaghafter Zinserhöhungsversuch ab 2016 und jetzt wieder ein sehr starker Anstieg. Und dazu passend wieder der S&P 500 Index, der Einbruch ab dem Jahr 2000, dann die Finanzkrise 2008, die Korrektur 2019, dann Covid, eine Sondersituation und jetzt eben die doch relativ schwierige Situation jetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist eben hoch, dass es diesmal in irgendeiner Weise auch so läuft und sie ist auch darum hoch, weil die Preise noch viel höher sind als früher und weil auch viel mehr Schulden im System stecken. Inzwischen. Und der Hauptgrund dafür, dass die Börsenbewertungen und Immobilienbewertungen immer noch hoch sind, das ist nicht, dass die Fundamentaldaten da so eindeutig dafür sprechen würden, sondern weil sich nach einem jahrzehntelangen Boom keiner mehr vorstellen kann, dass die Preise eben auch mal fallen. Man sieht eine Korrektur um 5% und denkt sofort, das ist der Boden, die Krise ist vorbei, das ist jetzt wieder die Kaufchance. Man sieht aber nicht das, was an Anstieg vorher passiert ist die letzten 40 Jahre. Und ja, die Zinsen fallen wieder, aber wir sind weit entfernt von dem, was die Bewertungen so hochgetrieben hat die letzten Jahre. Und sie können jetzt eben auch nicht immer weiter fallen, es sei denn, dass aus den Bewertungen am Aktienmarkt, am Immobilienmarkt eben auch mal Luft rausgeht und dass sich von der Seite eben auch der Inflationsdruck mal entspannt. Ich will Sie jetzt nicht abhalten von irgendeiner Investitionsentscheidung oder so, aber in solchen Zeiten ist es nicht ganz verkehrt, wenn man ein bisschen defensiver denkt und wenn man auch im Hinterkopf hat, es könnte sein, dass die nächsten 1-2 Jahre, dass man da das eine oder andere vielleicht auch noch ein bisschen billiger kriegt.
Und nachdem ich Ihnen jetzt die Laune verdorben habe, dann kommt jetzt auch noch der Aufruf zum Kanal abonnieren. Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber Sie können hier meinen Kanal auch abonnieren. Und wenn Sie dann auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie sogar auch angezeigt, wenn neue Videos da sind. Und am Wochenende jetzt, da ist Ostern, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, und ich kann mir den Spruch einfach nicht verkneifen. Legen Sie nicht alle Eier in den gleichen Korb. Und wenn Sie es doch tun, wie Mark Twain schon gesagt hat, dann passen Sie ganz besonders gut drauf auf. Und ich mache an Ostern auch mal ein bisschen Pause und darum kommt das nächste Video von mir auch nicht am Montag, sondern erst am Dienstag. Es geht dann wahrscheinlich um das Thema künstliche Intelligenz am Aktienmarkt. Werden wir auch da in Zukunft von den Maschinen verdrängt? Aber Sie kriegen sowieso mit, wenn das Video dann da ist, weil Sie haben dann ja meinen Kanal inzwischen abonniert. Dankenswerterweise. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch frohe Ostern. Machen Sie es gut. Lassen Sie es sich gut gehen und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.